Richtiges Verhalten bei einem Erbstreit. Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Dr. Burkhard Opitz-Bonse von der Kanzlei Fathier. Diese befindet sich in zentraler Lage in der Universitätsstadt Heidelberg und ist von der Autobahn kommend aus Mannheim gut zu erreichen. Der beste Erbstreit ist derjenige, der vermieden wird. Gehört zum Nachlass eine Immobilie, so kann es, wenn eine Erbengemeinschaft sich nicht einigen kann, zur Teilungsversteigerung kommen. Hier wird oftmals nur ein wesentlich geringerer Wert erlöst, der weit unter dem Verkehrswert liegt. Dies kann in einer letztwilligen Verfügung durch eine sogenannte Teilungsanordnung verhindert werden, in der geregelt wird, wer das Grundstück mit dem Haus bekommen soll. Auch kann geregelt werden, wie die Miterben abzufinden sind, die die Immobilie nicht erhalten. Fällt ein Unternehmen in den Nachlass, kann es, wenn keine vernünftige Nachfolgeregelung getroffen worden ist, dazu kommen, dass das Unternehmen zerschlagen wird. Eine derartige Vernichtung wirtschaftlicher Werte gilt es durch entsprechende Regelungen zu vermeiden. Oftmals ist hier die vorweggenommene Erbfolge, also die Übergabe des Unternehmens noch bei Lebzeiten des Erblassers, eine gute Lösung. Allgemein sollte, falls ein Erbfall mit einem Erbstreit droht, Folgendes beachtet werden. Fallen Immobilien in den Nachlass, so ist es sehr wichtig, die genauen Werte zu kennen. Hier sollte die Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgen. Es empfiehlt sich, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, da dies der Versachlichung des Erbkonflikts dient. Ansonsten drohen hochemotionale Attacken der Verwandten gegeneinander, die dazu führen, dass die Beteiligten sich endgültig und irreparabel überwerfen. Ist jemand, der zu den Pflichtteilsberechtigten gehört, enterbt worden, so ist dessen Pflichtteilsanspruch abhängig vom Nachlasswert. Daher kommt es hier in besonderem Maße darauf an, die entsprechenden Auskunftsrechte zu realisieren. Ist unklar, wer Erbe geworden ist, so sollte man für den Fall, dass man nicht Erbe geworden ist, alle Belege sammeln, die sich auf die Verwaltung des Nachlasses und die Beerdigung beziehen. Denn die Beerdigungskosten sind vom Erben zu tragen und auch die gemachten Verwendungen auf den Nachlass hat der Erbe zu tragen. Der Erbe sollte sich so schnell wie möglich einen Überblick über den Wert des Nachlasses verschaffen. Bei Überschuldung des Nachlasses empfiehlt sich in aller Regel die Ausschlagung. Ist ein Erbstreit bereits in vollem Gange, sollte sofort ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Ein Termin zur Rechtsberatung wird mit dem Sekretariat der Kanzlei vereinbart. Sie sehen die Rufnummer unten eingeblendet. Vielen Dank.